Einen schönen guten Abend, willkommen zur Zeit im Bild 2. Israel bereitet sich auf einen Gegenschlag gegen die Hamas vor. Mobilisierung, 300.000 Reservisten werden eingezogen. Die Bevölkerung soll Vorkehrungen treffen, die nächsten Tage in Bunkern zu verbringen. Alleine heute wurden tausende Ziele von den Israelis getroffen. 150 Menschen sollen in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Wir schalten zum Historiker Tom Segev und live zu unserem Korrespondenten nach Israel. Totalblockade. Der Gazastreifen wird von der israelischen Armee komplett abgesperrt. Strom- und Nahrungsmittelversorgung werden blockiert. Umbauarbeiten. Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler tauscht ein Jahr vor der Landtagswahl einen Teil seines Regierungsteams aus. Die Zahl der israelischen Opfer nach den Angriffen der Hamas wird weiter nach oben korrigiert. Mehr als 900 Tote sind bereits offiziell. In vielen Städten Israels, darunter auch in Tel Aviv und in Jerusalem, gab es heute erneut Raketenalarm. Die Hamas setzt ihre Angriffe unvermindert fort. Israel mobilisiert jetzt die bisher nie dagewesene Zahl von 300.000 Reservisten, um gegen die Angreifer zu kämpfen. Das Land rüstet sich für eine große Gegenoffensive. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, Vorkehrungen zu treffen, um die kommenden drei Tage in Schutzräumen und Bunkern zu verbringen. Schon jetzt, den ganzen Tag über, flog die israelische Luftwaffe Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Die israelische Armee veröffentlichte danach diese Bilder. Das Land gibt an, insgesamt 2400 Ziele getroffen zu haben. Auch im Libanon fliegt die israelische Armee Einsätze. Ungeklärt bleibt das Schicksal zahlreicher entführter Personen. Bis zu 150 sollen es sein, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die Hamas droht bereits mit deren Ermordung. Nikolaus Wildner. Entsetzen, Trauer, Fassungslosigkeit nach dem schwärzesten Tag in Israels Geschichte. Noch immer ist das volle Ausmaß des Horrors nicht ganz klar. Noch immer steigen die Zahlen der Opfer. Verzweifelte Verwandte, Ungewissheit über die Geiseln in Gaza. Er überlebt wie durch ein Wunder. Viele seiner Freunde werden getötet. Es hat die Nachricht gegeben, dass Terroristen in unserer Ortschaft sind. Das hat es noch nie gegeben. Wir haben gedacht, wir seien auf so etwas vorbereitet. Aber das, was passiert ist, übertrifft unsere Vorstellungen um ein Vielfaches. Fassungslosigkeit auch im österreichischen Hospiz in Jerusalem. Hier sind an die 1000 Tote. Während wir miteinander sprechen, finden Beerdigungen statt. Hier sind zig Familien in Trauer gestürzt worden. Die Emotionen und die Nerven liegen auf Seiten der israelischen Gesellschaft vollkommen blank. Man kann nicht so tun, als wäre nichts passiert. An vielen Orten im Land herrscht heute gespenstische Stille, auch in Jerusalem. Ich bin heute durchgegangen. Es ist sehr gemischte Gefühle, wie man jetzt hören kann. Bedrücktheit ist bei den meisten angesagt. Der Raketenbeschuss aus Gaza hält heute weiter an. Auch an der Grenze zum Libanon bleibt es heute nicht ruhig. Die Angst vor einem Mehrfrontenkrieg besteht weiter. Israel hat angekündigt, den Gazastreifen ab jetzt komplett abzuriegeln. Die UNO zeigt sich besorgt. Ich bin erschüttert über Israels Ankündigung einer Totalblockade. Nichts soll mehr nach Gaza hinein. Kein Strom, keine Nahrungsmittel, kein Treibstoff. Unterdessen beruft Israel 300.000 Reservisten ein, mehr als jemals zuvor. Vorbereitungen für eine mögliche Bodenoffensive. Die Hamas droht indes, für jeden unangekündigten Angriff Israels eine Geisel hinzurichten und davon Videoaufnahmen zu senden. Am Abend richtet sich Israels Premier Netanyahu an die Öffentlichkeit und kündigt einen langen Kampf an. Ich verspreche euch, am Ende der Schlacht werden unsere Feinde wissen, dass es ein schwerer Fehler war, uns anzugreifen. Unsere Antwort wird generationenlang nachwirken. Es herrscht Angst vor dem blutigsten Krieg zwischen Israel und den Palästinensern seit Beginn des Konflikts. Wir gehen jetzt live nach Israel zu unserem Korrespondenten Tim Kupol. 300.000 Menschen werden bereits mobilisiert. Die Armee rät dazu, Vorräte zu beschaffen. Steht eine militärische Offensive also jetzt unmittelbar bevor?
Die Anzeichen dafür, die mehren sich und gerade die von Ihnen erwähnte Aufforderung der Armee an die Bevölkerung, sich für 3 Tage mit Lebensmitteln und Wasser einzudecken, übrigens 2-mal ausgestellt worden ist, die hat wirklich dazu beigetragen, hier eine Art Kriegsstimmung in der Bevölkerung auszulösen. Die Regale sind leer, Wasser und Konservendosen sind vielfach ausverkauft. Das hat wirklich zu Panik und Hamsterkäufen geführt. Dazu kommt noch ein Gespräch zwischen Netanyahu und US-Präsident Biden. Wohlinformierte Quellen erklären, dass Netanyahu Biden gesagt habe, wir können nicht anders als eine Bodenoffensive zu unternehmen. Diese sei unvermeidbar. Und der US-Präsident, der hat einen Flugzeugträger ins Mittelmeer vor die Küste Israels beordert. Auch das ein klares Zeichen an die Feinde Israels, an den Iran und an die Hisbollah im Norden, die vom Iran gestützt wird und mit der sich die israelische Armee zuletzt auch Feuergefechte geliefert hat und wo es im Norden auch einige Versuche gegeben hat, ins Land einzudringen. Also ein explosiver Mix, eine Bodenoffensive wird immer wahrscheinlicher. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Abend auch die Opposition aufgefordert, ohne Vorbehalte in eine Notstandsregierung einzutreten. Wird sie das tun? Das Interessante ist, die Opposition selbst hat diese Notstandsregierung unmittelbar nach der Überraschungsattacke selbst vorgeschlagen. Der Vorschlag von Netanyahu allerdings, der hat einen kleinen Haken. Die ultrarechten Parteien Otzma Yehudit, jüdische Macht und religiöser Zionismus, die sollen in dieser Einheitsregierung mit dabei sein. Und so weit dürfte die Bereitschaft der Opposition zur politischen Einheit doch nicht gehen. Regierungschef Netanyahu, der wird kurzfristig davon profitieren, dass die Bevölkerung Israels im Kriegs- und Angriffsfall immer geeint hinter ihrer Führung steht, auch diesmal. Aber es werden Fragen immer lauter. Wie konnte es passieren, dass die Geheimdienste so versagt haben? Wie konnte es passieren, dass die Reaktion der Armee so spät nach der Attacke erfolgt ist? Und die Regierung Netanyahu wird diese Fragen irgendwann beantworten müssen und vielleicht auch die politische Verantwortung übernehmen müssen. Kurzfristig steht die Bevölkerung hinter ihm. Mittel- und langfristig kann sich das ändern. Danke, Tim Kuppal. Wir gehen jetzt zu einem der profiliertesten israelischen Historiker, der sich intensiv mit der Geschichte seines Landes auseinandergesetzt hat. Tom Segev, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Segev, mittlerweile ist klar, dass mehr als 800 Menschen bei den Angriffen der Hamas in Israel ihr Leben verloren haben. So viele wie noch nie seit der Staatsgründung. Wie geht das Land mit dieser Katastrophe um? Ich glaube, ich kann mich identifizieren mit der Stimmung. Ich bin schockiert, verwirrt, kann gar nicht ganz klar denken, beängstigt. Es ist bestimmt der schlimmste Tag in der Geschichte Israels. Ich denke an 1948, als alles angefangen hat. Ich denke an 1973, als die große Überraschung kam, das große Versagen. Ich denke auch an September 11. Irgendwie ist das alles ein Teil auch meiner eigenen Geschichte. Mein Vater ist umgekommen 1948 und seitdem lebe ich diesen Konflikt. September 11 war ich zufällig in New York und habe auch diese, aber wenn man, Sie haben gesagt 800 Tote, man spricht schon von 1000 und wenn man das hochrechnet und vergleicht mit der Bevölkerung in Amerika, dann ist das viel mehr als September 11 und ich glaube überhaupt in der Geschichte von Terrorismus in der Welt ist das schon ein beachtliches Ereignis, was da gestern passiert ist. Sie haben 1973 schon angesprochen, das war der Beginn des Yom Kippur-Krieges, der fast auf den Tag genau 50 Jahre her war, als die Attacken am Samstag gestartet haben. Wie sehr sehen Sie da auch Parallelen zu diesem Krieg? Ja, die Tatsache, dass die Regierung, die Sicherheitsbehörden, die Armee, die Geheimdienste überhaupt nicht vorbereitet waren. Das ist überhaupt nicht vorzustellen, dass das möglich war.
Es gibt einen Zaun zwischen Gaza und Israel, in dem hat man ungefähr 1 Milliarde Euro investiert. Da kommen die Hamas nächst mit einem kleinen Bulldozer und fahren einfach durch. Und dann dauert es stundenlang, bevor das Militär kommt und die Kibbutzniks, die unterdessen viele von ihnen ermordet werden, erschossen werden, bis das Militär kommt, vergehen Stunden. Es gibt Menschen, die dort über 24 Stunden lang saßen in ihren kleinen Schutzkellern oder was das ist. Das ist ein Gefühl, was offiziell im Fernsehen nicht so sehr betont wird, aber ich glaube, das sehr weit verbreitet, das Gefühl, dass die Regierung, der Staat selber uns versagt hat. Also das ist schon ein sehr, sehr tiefes Erlebnis, das bestimmt die ganze Politik, die ganze Einstellung, die ganze israelische Identität beeinflussen wird. Israel muss ja seit seiner Staatsgründung um seine Existenz kämpfen. Und doch sind die Angriffe eine echte Zäsur. Wie sehr ist denn die Bevölkerung, die Gesellschaft auf einen Krieg, auf eine Mobilmachung wie jetzt von Hunderttausenden Menschen, auf wahrscheinlich viele Tote auf beiden Seiten vorbereitet? Sie war nicht vorbereitet. In den letzten Jahren hat die Regierung Netanyahu und Benjamin Netanyahu selber es fertiggebracht, die Israelis davon zu überzeugen, dass das palästinensische Problem irgendwie unter Kontrolle steht. Das machen wir schon. Also es bestehen uns keine großen Beschlüsse vor und nichts Wichtiges müssen wir aufgeben. Irgendwie ist das schon unter Kontrolle. Und da wacht man eines Tages auf. Und das Schlimme übrigens heute Abend, wo wir sprechen, ist, dass über 100 Israelis noch Geiseln genommen wurden von der Hamas, irgendwo in Gaza sitzen. Die meisten von ihnen wahrscheinlich nicht Militärs, sondern auch sehr viele ältere Leute, die aus dem Norden kamen und in dem Süden ihre Kinder besucht haben zum Feiertag. Viele Kinder sind dabei und sehr, sehr viele Menschen, von denen man überhaupt nicht weiß, wo die sind. Sehr, sehr viele Tote, die noch überhaupt nicht identifiziert sind. Also es ist schon ein sehr, sehr schlimmer Tag für Israel. Unter den Geiseln ist auch eine Holocaust-Überlebende. Benjamin Netanyahu spricht heute bereits von einem großen Gegenschlag, der da jetzt offenbar vorbereitet wird. Denken Sie, führt irgendein Weg noch an einer Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen vorbei? Auch das würde ja wahrscheinlich viele Tote fordern. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Das ist ein Konflikt, der seit 100 Jahren andauert. Und für den ich keine Lösung weiß. Ich habe kürzlich meine Erinnerungen veröffentlicht in Deutsch, Jerusalem, Ecke Berlin. Und da habe ich eine Passage, in der ich schreibe, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie man diesen Konflikt lösen kann. Aber vielleicht kommt noch irgendwann mal ein großes tektonisches Ereignis in biblischem Ausmaß, was irgendwie vielleicht dazu führt, dass die Menschen neu denken. Irgendein großes Unglück, was vielleicht beide Seiten dazu bringt, dass sie neu denken. Ich bin sogar um mich selber zu trösten, denke ich manchmal daran, dass der Krieg von 1973 schließlich zu dem Frieden mit Ägypten geführt hat und mit Jordanien. Aber im Moment, ich bin eigentlich nicht in der Laune, in irgendeine klare Analyse, historiosophische Analyse zu geben. Ich bin eigentlich sprachlos. Aber kann ein solches tektonisches Ereignis, ein biblisches Ereignis, wie Sie es genannt haben, das da am Samstag passiert, ist tatsächlich diese beiden zutiefst verfeindeten Völker aneinanderbringen? Eine Zwei-Staaten-Lösung scheint ja so weit entfernt wie überhaupt noch nie. Kann es jemals so etwas wie Frieden zwischen Israelis und Palästinensern geben, gerade auch nach dem, was da am Wochenende passiert ist? Ich sehe es nicht. Ich weiß es nicht.
Ich sehe keine Lösung. Die Welt ist voll von Menschen, die genau wissen, wie man diesen Konflikt lösen soll. Die meisten Regierungen auf der Welt halten sich an eine sehr bequeme diplomatische Fiktion, die heißt die Zwei-Staaten-Lösung. Eigentlich glaubt niemand mehr daran. Und ich sehe sie auch nicht, wie sie möglich ist. Also ich bin pessimistisch, kann es nicht anders sagen. Herr Segev, das ist kein sehr positiver, aber es ist ein Ausblick. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das Gespräch mit Tom Segev haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Den Gazastreifen will Israel nun vollständig blockieren. Kein Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel sollen künftig dorthin gelangen. 2 Millionen Menschen leben in einem Gebiet kleiner als Wien, schon jetzt unter prekären Bedingungen. Österreich und andere Länder wollen nun die Hilfsgelder für die Palästinensergebiete auf den Prüfstand stellen. Alle Zahlungen werden eingefroren und die finanzierten Projekte überprüft. Maria Knips-Witting berichtet. Überall in Gaza gehen die israelischen Angriffe nieder. Den Menschen bleibt oft nur wenig Zeit, um ihre Häuser zu verlassen, erzählt Usama Antar, der in Gaza stadtwohnt. Wir bekamen so einen Anruf von dem israelischen Militär. Und dieser Anruf war einfach ein Ordner, war ein Befehl, ihr müsst jetzt euer Haus verlassen. Dann habe ich da gefragt, wird unser Gebäude bombardiert oder die Viertel? Da hat man gesagt, nein, ihr müsst die Viertel jetzt da sofort verlassen. Wie viel Zeit haben wir? Ihr habt nur 5 Minuten. Seine Frau und er sind in ein Hotel geflüchtet, das von den israelischen Streitkräften als sicher gekennzeichnet ist. Es war sowieso schon eine sehr große Gefahr, auf die Straße zu fahren, von zu Hause bis ins Hotel. Das sind circa 5-6 Kilometer. Und das war mit sehr großer Gefahr verbunden, dass wir auf dem Weg einfach irgendwo da bombardiert werden. Fast 140.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die meisten von ihnen werden auf engstem Raum in Schulen untergebracht, wo sie von der UNO notversorgt werden. Ich wünschte, ich könnte ein normales Kind sein, das nicht mit Krieg und Raketen leben muss und dass wir sicher nach Hause gehen können. Österreich und andere Länder haben angekündigt, die Zahlungen für Entwicklungshilfe einzustellen, als Reaktion auf die Angriffe der Hamas. Auf EU-Ebene gibt es noch keine geschlossene Linie. Morgen beraten sich die Außenminister in einer Videokonferenz. Die humanitäre Lage in Gaza spitzt sich zu. Israel hat eine totale Blockade des Gazastreifens angekündigt, auch für Lebensmittel und Wasser. Noch hat die UNO Vorräte dort, doch auch die werden nicht mehr lange reichen. Sie hofft daher, dass zumindest die Gelder für Hilfsgüter nicht eingefroren werden. Mittwoch haben wir keinen Strom mehr, haben wir kein Wasser mehr. Israel hat das alles jetzt gestoppt. Einfuhr von Lebensmitteln wurde auch da gestoppt. Wir leben in sehr, sehr schlechten Situationen. Während wir mit Usama Antar sprechen, gibt es plötzlich eine Explosion neben dem Gebäude, in dem er sich in Sicherheit geglaubt hat. Wir müssen das Gespräch abbrechen. Und damit schließen wir unsere Berichterstattung über Israel für heute ab und blicken nach Österreich. Dort baut der steirische Landeshauptmann Christopher Drechsel sein Regierungsteam um. Die steirische Gesundheitslandesrätin und ehemalige Familienministerin Juliane Bogner-Strauß tritt zurück, kurz nachdem auch der Agrarlandesrat hingeworfen hat. Ihnen folgen nun ein Arzt und eine EU-Abgeordnete, wie Doris Beck-Zehetleitner und Stefanie Leodolter berichten. Nach dem Rücktritt von Agrarlandesrat Johann Seitinger aus gesundheitlichen Gründen werden heute überraschend 2 neue ÖVP-Regierungsmitglieder präsentiert, eine kleine Regierungsumbildung. Die Kompetenz für diese genaue Herausforderung und gleichzeitig meine Überzeugung, dass diese Persönlichkeiten die Herausforderungen, die großen Herausforderungen, die Lösung von anstehenden Problemen mit einem neuen Schwung, mit neuem Elan bewerkstelligen werden und mithin der gesamten Landesregierung auch ein zusätzliches Momentum verleihen werden. Überraschend ist heute nämlich auch Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß nach 4 Jahren im Amt zurückgetreten.
Im Zuge dieser Gespräche habe ich auch ein sehr ausführliches und langes Gespräch mit Landesrätin Juliane Bogner-Strauß geführt. Und wir sind in diesem Gespräch übereingekommen, dass auch sie sich aus der Landesregierung zurückziehen wird. Ihr folgt der bisherige Bundesratsabgeordnete und Spitalsarzt Karl-Heinz Kornhäusl nach. Er betont, er mache sich über die Herausforderungen im Gesundheitsressort keine Illusionen. Von der Hausarztpraxis in Stenzenkreit bis hin zum Universitätsklinikum LKH Graz. Da gibt es viele Bedürfnisse, da gibt es viele Wünsche und Anliegen. Und die müssen gehört werden, die muss man sammeln. Und dann muss man anfangen, eines nach dem anderen anzugehen und anzupacken. Als Agrarlandesrätin wurde die bisherige EU-Abgeordnete Simone Schmidbauer vorgestellt. Was habe ich in Brüssel gemacht seit 2019? Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen auch der anderen Fraktionen erklärt, dass Klima- und Umweltschutz absolut nicht im Widerspruch mit einer oder zu einer produzierenden Land- und Forstwirtschaft steht. Wie ist diese Regierungsumbildung aber im Licht der Landtagswahl in einem Jahr zu sehen? Es ist einfach so, dass die ÖVP, die Landeshauptmannpartei, derzeit in den Umfragen nicht gut liegt, dass man fürchten muss um die eigene Position für die nächste Wahl. Und da ist natürlich eine Regierungsumbildung, zumal auch in zentralen Ressorts, wie zum Beispiel der Gesundheit, was derzeit jedenfalls nicht angenehm ist, eine der Methoden, einer der Werkzeuge, die man anwenden kann, um da einfach in den Umfragen wieder ein bisschen zuzulegen. Ob das aufgeht, alleine aufgrund dessen, das ist aber natürlich sehr die Frage. Formal muss der Landtag die beiden neuen Landesräte nächste Woche noch bestätigen, doch davon ist auszugehen. Und wir haben jetzt noch weitere Meldungen des Tages im Überblick. Im Streit um die teilweisen Lkw-Fahrverbote in Tirol droht Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini erneut damit, Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen. Der Ministerrat in Rom sei dazu bereit. Bei einem Wahlkampfbesuch am Brenner spricht Salvini von illegalen, ungerechten und ignoranten Maßnahmen. Questi blocchi illegali, abusivi, arroganti. Die Tiroler Landesregierung widerspricht und will an den Fahrverboten festhalten. Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft plant jetzt Betriebsrätekonferenzen. Sie fordert ein Plus von 11,6% für alle Löhne und Gehälter. Die Arbeitgeber bieten bisher 2,5% und eine Einmalzahlung. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kandidiert nicht mehr für die Bundesgremien der SPÖ. Er wolle sich auf seine Aufgabe in der Bundeshauptstadt konzentrieren. Beim Parteitag in einem Monat werden Präsidium und Vorstand der SPÖ neu gewählt. In Wien ist ein Polizist, der im Vorjahr einen wehrlosen Mann geschlagen und mit Kniestößen ins Gesicht misshandelt hatte, zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Mit der Mindeststrafe könnte er seinen Job behalten. Die Staatsanwaltschaft fordert eine höhere Strafe und hat Berufung eingelegt. Der Nobelpreis für Wirtschaft geht heuer an die US-Ökonomin Claudia Goldin. Die 77-Jährige forscht zur Rolle der Frauen in der Arbeitswelt. Sie geht etwa der Frage nach, warum Geschlechterunterschiede bei der Entlohnung und Beschäftigung entstanden sind und bis heute bestehen. Und auch große Temperaturunterschiede gibt es in Europa. Die Wetteraussichten. Eine enorme Bandbreite bei den Temperaturen gibt es da momentan in Europa. Während es im Nordosten fast schon winterlich kalt ist, herrscht im Süden Portugals große Hitze. In Österreich liegen wir morgen genau dazwischen bei Höchstwerten von 19 bis 25 Grad. Dazu scheint immer öfter die Sonne, Wolkenfelder in der Osthälfte lockern auf, hier können aber mit Westwind noch einzelne Schauer durchziehen. Sehr warm und überwiegend sonnig geht es dann bis zum Samstag weiter, ab Sonntag beginnt es mit Regen deutlich abzukühlen. Über die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten bringen Sie die ZIP3 auf den neuesten Stand. Gast ist Israel-Korrespondent Nicolas Wildner um 23.50 Uhr in ORF 1. Und hier auf ORF 2 geht es wie immer am Montag etwas verspätet weiter mit dem Kulturmontag. Es moderiert Clarissa Stadler. Der Countdown läuft. In 102 Tagen geht es los. Dann treten 23 Gemeinden in der Region Salzkammergut gemeinsam an, um als Kulturhauptstadt Europas 2024 für Furore zu sorgen. Noch schwankt das Gefühlsbarometer der Einheimischen zwischen freudiger Erwartung, Neugier, Spannung und Skepsis.
Wir haben die Stimmung zwischen Ausseerland, Bad Ischl und Ebensee ausgelotet. Ihre Liebesgeschichte war ein Drama, ihr Briefwechsel ist Literatur. Ingeborg Bachmann und Max Frisch waren das berühmteste Schriftstellerpaar der Nachkriegszeit im deutschsprachigen Raum. In ihrem neuen Film erzählt die renommierte Regisseurin Margarete von Trotter von der Achterbahn der Gefühle. Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste heißt der Film. Die Regisseurin ist live zu Gast im Studio. Bis gleich. Das gleich im Anschluss. Das war die Zeit im Bild 2 für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und noch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.